Im Discounter bezahlt man für 175 Gramm Leberwurst 1,09 Euro. Wie kann Fleisch so günstig sein? Die Leberwurst direkt vom kleinen Mastbetrieb oder Schlachthof nebenan existiert kaum noch. Dafür gibt es wenige extrem große Betriebe. Die Tönnies-Gruppe und Westfleisch zählen zu den größten Fleischkonzernen Deutschlands. Über die Jahre haben sie immer mehr kleinere Betriebe übernommen, um ihre Marktdominanz auszubauen. Um diese hochkonzentrierte Industrie hat sich ein enges Netz aus Finanz-, Agrar- und Chemieunternehmen gebildet, die alle voneinander profitieren. Auch verschiedene Interessenverbände wie der Deutsche Bauernverband sind Teil davon. Das Ziel dieses Netzwerks scheint zu sein, mit international niedrigen Preisen konkurrieren zu können. In Deutschland und vor allem weltweit soll immer mehr deutsches Fleisch verkauft werden. Denn der Handel ist heute globaler denn je. Rund die Hälfte unseres Fleisches geht ins Ausland. Deutschland ist der größte Schweinefleisch, der zweitgrößte Rindfleisch und der fünftgrößte Geflügelproduzent Europas. Kurz, eine massive Industrie mit äußerst bezahlbaren Produkten. Doch die wahren Kosten hinter der Leberwurst werden häufig nicht von den Fleischkonzernen selbst getragen. Schlechte Arbeitsbedingungen, die Verschmutzung des deutschen Grundwassers, die Zerstörung von Ökosystemen, gewaltige Emissionen, leidende Tiere. Wie kann die Industrie damit selbst 2021 noch so häufig durchkommen? Augenscheinlich auch durch exzellente Verbindungen zur Politik. Eine Spurensuche. Das, was wir an der Theke für Hackfleisch oder für die Leberwurst bezahlen, entspricht nicht dem Preis, den es eigentlich ausmachen müsste. Das ist Dr. Guido Nischwitz, Leiter des Forschungsbereichs Stadt und Region am Institut Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen. Er forscht seit Jahrzehnten zur Agrar- und Fleischwirtschaft. Zum Beispiel hat er sich in einer breit angelegten Studie angeschaut, wie die Politik mit der Agrarindustrie verknüpft ist. Wichtig ist hier vor allem der Agrarausschuss. Der spielt eine zentrale Rolle in der deutschen Landwirtschaftspolitik und besteht aus 38 Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Wir haben in unserer Studie gezeigt, dass es eine starke Verquickung zwischen diesem klassischen landwirtschaftlichen Bereich, den Verbänden der Agrarwirtschaft und der CDU-CSU-Fraktion gibt. Mit Ausnahme der SPD haben auch Abgeordnete der Grünen, FDP, AfD und Linken direkte Verbindungen zur Landwirtschaft. Aber die Union ist mit Abstand am stärksten vernetzt. Da wäre zum Beispiel Johannes Röhring. Er führt die CDU-CSU-Fraktion des Agrarausschusses an. Bis vor kurzem saß er in mehreren Aufsichtsräten von Unternehmen in der Kredit- und der Agrarwirtschaft. Außerdem pflegte er enge Verbindungen zu einigen Landwirtschaftsbehörden und Verbänden. Dann wäre da zum Beispiel Franz Josef Holzenkamp. Er ist ehemaliges Mitglied des Bundestages und saß bis 2017 ebenfalls im Agrarausschuss. Er war schon während seiner Zeit als Abgeordneter extrem gut vernetzt. Direkt nach dem Ende seiner politischen Karriere besetzte er viele weitere Positionen in Verbänden und Unternehmen der Agrarwirtschaft. Und das bestimmt natürlich auch die Politik und wie sie gestaltet wird im Agrarausschuss. Das Gleiche gilt auch für konservative Kräfte auf der europäischen Ebene. Es ergibt natürlich Sinn, dass besonders die regierenden Parteien äußeren Einflüssen ausgesetzt sind. Und das muss unabhängig von der Partei nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Experten aus der Industrie können gewährleisten, dass Gesetze umsetzbar und praxisnah gestaltet werden. Problematisch wird es erst, wenn Interessenkonflikte bestehen. Okay, aber zurück zu unserer 1,09 Euro Leberwurst. Wie wird dieser Preis jetzt konkret möglich gemacht? Ein Beispiel. Die Schweinefleischproduktion hierzulande produziert zu viel Gülle. In einigen Teilen Deutschlands gibt es schlicht und einfach nicht genug Fläche, um sie als Dünger aufzunehmen. Viele Felder werden in der Folge einfach überdüngt. Das heißt, man kippt zu viel Gülle auf sie. So gelangt Nitrat in unser Grundwasser. Die Nitratwerte sind in Gebieten mit viel Massentierhaltung häufig besonders hoch. Das Wasser muss teuer gereinigt werden, um es trinken zu können. Ökosysteme werden dadurch gefährdet. Das alles ist nicht neu. Schon 1991 wurde von der EU eine Richtlinie verabschiedet. Als Grenzwert wurden maximal 50 Milligramm Nitrat pro Liter Grundwasser festgelegt.
Um geringere Nitratwerte zu erreichen, muss man Gülle teuer in weniger belastete Gebiete abtransportieren lassen. Zur Zwischenlagerung muss man in Güllegruben oder Behälter investieren. Man könnte auch weniger Tiere halten, die dann insgesamt weniger Gülle produzieren. Umweltverbände fordern zum Beispiel, dass die maximale Anzahl an Tieren an die Fläche des jeweiligen Betriebes gebunden wird. So oder so müsste man besser dokumentieren, wie viel Gülle genau auf den Feldern landet. Das alles wäre für die Fleischindustrie natürlich extrem teuer. Würde man die Grenzwerte der EU einhalten, wäre die Leberwurst für 1,09 € gegebenenfalls nicht mehr möglich. Vielleicht hält man die Grenzwerte deshalb nicht ein? Erst verpasste Deutschland die Deadline für die Umsetzung der Richtlinie um ein paar Jahre. Dann wurde sie zu locker in der sogenannten Düngeverordnung umgesetzt. Die EU-Kommission ermahnte Deutschland daraufhin mehrfach. Es gab einige Nachbesserungen, die laut EU-Kommission und Umweltverbänden wieder zu wenig waren. 2018 verurteilte der Europäische Gerichtshof Deutschland dafür sogar. Die Verhandlungen und Beratungsgespräche zur Düngeverordnung auf Bundes- und Landesebene fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Doch viele Anwesende berichteten im Nachhinein von den Gesprächen. Der damalige Agrarminister der Grünen, Herr Mayer in Niedersachsen, hat mal in einem Radiointerview gesagt, er hatte immer das Gefühl, dass der Deutsche Bauernverband mit am Tisch saß. Auch Holzenkamp und Röhring waren als Mitglieder des Agrarausschusses an der Gestaltung der Düngeverordnung beteiligt. Beide pflegen enge Verbindungen zur Agravis Raiffeisen AG. Röhring war dort bis vor kurzem Mitglied des Beirates, Holzenkamp ist seit 2012 Vorsitzender des Aufsichtsrates. Das Unternehmen ist mit 6,4 Milliarden Euro Umsatz einer der größten Agrarhändler Deutschlands. Die Agravis profitiert von viel Fleischproduktion und wenigen Vorschriften für Dünger. 2016, während Holzenkamps Zeit im Agrarausschuss, wurde sein monatliches Gehalt bei der Agravis von bis zu 7.000 Euro auf bis zu 15.000 Euro aufgestockt. Wir haben Herrn Holzenkamp um eine Stellungnahme gebeten. Er ist der Auffassung, dass er seinen Tätigkeiten als Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Agrarausschusses neutral, unabhängig und unbefangen nachgehen konnte, trotz seiner Beschäftigung bei Agrarunternehmen wie der Agravis. Außerdem schreibt er, dass seine Nebentätigkeiten und Einkünfte stets im Einklang mit den Vorgaben des Deutschen Bundestages standen und transparent angegeben wurden. Herr Röhring hat uns innerhalb einer Frist von 5 Werktagen nicht geantwortet. Laut EU-Kommission ist auch die 2020 erneut überarbeitete Düngeverordnung immer noch nicht gut genug. Deutschland droht weiterhin ein Zwangsgeld von bis zu 850.000 Euro pro Tag. Wegen einer Richtlinie, die seit über 30 Jahren bekannt ist. Es gibt auch dieses aktuelle Gutachten, erstellt im Auftrag des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Demzufolge belaufen sich allein die Umweltschäden durch die Nichteinhaltung der Richtlinie auf 3 Milliarden Euro pro Jahr. Die Kosten der Umweltbelastung durch Fleischproduktion werden in diesem Fall also langfristig effektiv von unseren Steuern bezahlt. Im Preis für Leberwurst sind sie jedenfalls nicht inbegriffen. Aber nicht nur die Umwelt nimmt Schaden, sondern auch Menschen direkt. Erinnert ihr euch noch daran? Die Corona-Krise hat, bedingt durch die zahlreichen Ansteckungsfälle, Missstände und unwürdige Arbeitsbedingungen offengelegt. Schlechte Arbeitsbedingungen sind nichts Neues im Fleischgame. Denn Fleisch kann man natürlich günstiger verkaufen, wenn man Mitarbeiter nicht gut bezahlt. In Deutschland werden den Angestellten in der Fleischwirtschaft sehr niedrige Löhne gezahlt, zumindest im Vergleich zu unseren Nachbarn. Viele Betriebe haben jahrzehntelang Arbeitsmigranten aus Rumänien und Bulgarien als Werk- und Leiharbeiter beschäftigt. Bis vor kurzem waren 70% aller Beschäftigten in der Fleischindustrie so angestellt. Subunternehmen haben die Verträge mit den Arbeitskräften abgeschlossen. Die eigentlichen Betriebe mussten so nur wenig Verantwortung für die Mitarbeiter übernehmen. Die Pandemie hat die unwürdigen Arbeitsbedingungen in einigen deutschen Schlachthöfen ins Scheinwerferlicht gerückt. Überstunden, Wochenendarbeit, keine Pausen, Arbeitsunfälle, schlechte Wohnbedingungen, keine Jobsicherheit, niedrige Löhne. Einige sprechen von moderner Sklaverei. Und das mitten in Deutschland. Wie konnte das passieren? Bereits Anfang der 2000er forderten Gewerkschaften ein Ende von Niedriglöhnen und ein Ende von Werkverträgen für osteuropäische Arbeiter in Schlachthöfen.
Es gab immer wieder vielversprechende Vorstöße, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Doch für extrem viele Arbeitsmigranten tat sich trotzdem lange effektiv nichts. 2015 hat das Wirtschaftsministerium sich mit den größten Konzernen der Fleischindustrie zusammengesetzt. Die Konzerne haben eine Selbstverpflichtung für bessere Arbeitsbedingungen unterzeichnet. Die Unternehmen sollten sich also teilweise selbst regulieren. Die Leberwurst für 1,09 € war nicht wirklich in Gefahr. Puh, Schwein gehabt. Nach der Ausbreitung des Coronavirus in mehreren Betrieben der Fleischindustrie sind die Arbeitsbedingungen in der Branche in den Fokus der politischen Diskussion gerückt. Der Skandal Mitte 2020 machte zum ersten Mal richtig Druck. Der Arbeitsminister und SPD-Abgeordnete Hubertus Heil wollte schnell das sogenannte Arbeitsschutzkontrollgesetz auf den Weg bringen. Es sollte die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie verbessern. Der Einsatz von Leiharbeitern wäre nach dem Gesetz in weiten Teilen fortan verboten. Viele der Arbeitsmigranten müssten also fest angestellt werden. Die FDP bemängelte die Verbote bei der Leiharbeit. Sie forderte stattdessen deutlich mehr Kontrollen in den Betrieben. Die AfD befürchtete, dass die Arbeitsplätze durch das Gesetz ins Ausland wandern würden. Trotz der Gegenstimmen haben sich Union und SPD letztlich auf einen Entwurf geeinigt. Im Oktober 2020 sollte das Gesetz verabschiedet werden. Doch dann wurde es kurzerhand von der Tagesordnung gestrichen. Die Union will in Ausnahmefällen doch mehr Flexibilität für Fleischbetriebe. Woher der plötzliche Sinneswandel? SPD und Grüne warfen der Union ein Einknicken vor der Fleischindustrie vor. Einige Unionspolitiker dementierten dies. Man wolle einige Betriebe in Hochzeiten wie der Grillsaison durch etwas mehr Flexibilität in der Zeitarbeit entlasten. Am Ende wurde das Gesetz dennoch verabschiedet. 15 Jahre nach den ersten Forderungen von Gewerkschaften, ein halbes Jahr nach einem gewaltigen Skandal. Häufig zahlen wir für Produkte nicht ihren echten Preis. Sollten Menschen in Deutschland nicht fair vergütet werden, auch wenn sie aus dem Ausland kommen, um für uns zu arbeiten? Sollte unser Trinkwasser nicht rein sein? Und wer zahlt am Ende für die klimaschädlichen Emissionen? Was ist der Preis für Tierleid? Ist es die Aufgabe der Politik, so zu regulieren, dass Produkte nachhaltig und möglichst ohne Schäden für Dritte produziert werden? Ist das nicht gerade beim Kulturgut Fleisch eine wahnsinnig wichtige Frage? Diese Diskussion sollte in einer Demokratie nicht durch Lobbyverbände entschieden werden. Cheers! Hey, dieses Video ist Teil des Funkschwerpunkts zur Bundestagswahl. Die zugehörige Playlist und weitere Infos findet ihr in der Beschreibung und ebenfalls auf der Endcard. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Ansonsten bis zum nächsten Video.